Direktvermarktung von hochwertigen Fleischprodukten, von Tieren aus eigener Freilandhaltung und eigener Schlachtung. Auf dieses Standbein setzte Stefan Dellinger nach seinem Studium, dem Familienbetrieb im oberbayerischen Seefeld. Schnell wurde jedoch der Platz für die Produktion und Schlachtung zu klein. 2010 sah sich Dellinger gezwungen, ein neues Schlachthaus mit angeschlossener Metzgerei zu bauen. Eine stolze Summe, gut 400.000 Euro, hat er dafür in die Hand nehmen müssen. So wie ich gebaut habe, ist der kleinste Maßstab eines Schlachthauses, so wie es neu genehmigt wird. Dass das natürlich viel Geld gekostet hat, war am Anfang auch nicht so absehbar in der Planung leider. Weil mit den Auflagen, wo dazukommen, die Standards, die wo dann für die ganze Metzgerei höher waren und den Zeitdruck, wo ich selber hatte, auch die Ämter selber, die wo dann zuerst gesagt haben, ja, alles abgesprochen, aber später beim Nachgang, ja, aber Herr Dellinger, jetzt müssen Sie das noch machen, jetzt muss auch das noch gemacht werden, andernfalls kriegen Sie Ihre Schlachtgenehmigung nicht. Vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich die Hälfte Geld in die Hand nehmen müssen und hätte im Endeffekt noch mehr Platz gehabt. Aber durch Trennung der verschiedenen Bereiche brauche ich so viele Räume, die zum Teil dann aber auch bloß ein Tag oder zwei oder drei Tage in der Woche benutzt werden. Die Auflagen für die Räumlichkeiten waren bei dem Neubau hoch. Gefordert waren Umkleiden mit Hygieneschleuse, zwei Schlachträume, ein gekühlter Zerlegeraum und diverse Kühlräume. In der Woche werden hier an die 15 Schweine, 4 Rinder, 200 Hühner und 10 Puten geschlachtet. Wenn es vernünftig ist, sollte eigentlich das Schlachthaus mindestens 3-4 Mal in der Woche in Betrieb sein. Dann sollte die Zerlegung wenigstens 3-4 Tage arbeiten, weil sonst ist halt einfach die Gebäude, Unterhaltskosten, Maschinenkosten, Technikkosten und die Investition meiner Meinung nach nicht rentabel. 6 Mitarbeiter beschäftigt Dellinger allein in der Schlachtung und Metzgerei. Für einen optimalen Arbeitsablauf setzt Dellinger auf Spezialisten. Zudem hat er einen Betriebsleiter angestellt, der stets alle Produktionsbereiche im Blick hat. Große Kunst ist eigentlich, so viele verschiedene Bereiche zueinander zu führen, dass optimal laufen. Das stimmt schon. Aber jeder Bereich für sich ist eigentlich relativ einfach. Und deswegen auch die Aufteilung, nicht zwei Metzger, wo ins Schlachthaus rennen, danach die Wurst produzieren und danach nur die Fleischzerlegung machen, weil das ist meistens dann nur Schlamperei. Ja. Aber wenn ich einen Spezialisten habe für Schlachten, der wo einfach das sehr gut macht, dann habe ich auch das Vertrauen und meistens macht es der sogar besser wie ich. Für einen effizienten Betrieb der Fleischerzeugung ist eine gute Planung der Arbeitsabläufe und Aufteilung der Arbeitsbereiche essentiell. Schon in der Bauplanungsphase müssen diese Aspekte genau durchdacht sein. Was mir am wichtigsten war in Planung der Produktionsabläufe, der Schlachtung und so weiter, dass ich mir eine Fachfirma geholt habe, die wo weiß, wie die Abstände sind, wo die Kettenzüge hinkommen müssen, dass der Ablauf auf wenig Raum wie möglich optimal gestaltet ist. Für Dellinger hat sich die hohe Investition bisher gelohnt, denn der Fleischabsatz steigt kontinuierlich. Dies realisiert Dellinger jedoch vor allem durch die breit angelegte Direktvermarktung, nicht nur mit einem eigenen Hofladen, sondern auch mit zwei weiteren Verkaufsläden in der bayerischen Hauptstadt München. Es ist doch schwer, weil im Endeffekt ist nichts anderes wie in der Landwirtschaft. Also man hat einen Verdrängungswettbewerb, man hat Kosten, Personalkosten und so weiter, die wo durch Stückkosten gesenkt werden müssen und eine Investition, die wo auch durch Stückgutkosten einfach auch rentabel werden muss. Und das Problem ist halt meistens, weil man halt einfach die Vermarktung nicht wie anders überlassen kann, weil es da zu wenig Angebote gibt aus Industrie und Supermärkten. Sonst wäre es natürlich eine viel einfachere Geschichte. Beispiel Österreich, wo die Supermärkte also wirklich die Schlachthäuser in der Region unterstützen und dann hat einer Bio, Ösi-Bio draufschreiben und den Herstellungsbetrieb und so weiter. Wenn das in Deutschland auch in Zukunft möglich ist, dann war das doch leichter zu erreichen. Ansonsten tanzt man halt auf mindestens zwei Hochzeiten, einmal die Vermarktung selber in der Hand zu haben
und zweitens die Produktionsabläufe und so weiter zu gestalten und erstmal zu schaffen. Dellinger tanzt auf zwei Hochzeiten, als Metzger und als Vermarkter, aber er versteht sein Geschäft. Mit dem Argument der eigenen Schlachtung am Hof, gepaart mit Tierhaltung im Freiland, hat er die Kunden meist schnell auf seiner Seite.